So, willkommen zurück zur neuen Folge LS19. Jetzt werden wir uns erstmal um unsere Sämaschine, unseren Drescher hier kümmern. Der muss natürlich mal wieder sauber werden. Ja, er wird sauber. Schön. So. Dann müssen wir noch das hier sauber machen. So, das ist auch sauber. Der müsste eigentlich mal repariert werden. Wir haben doch hier so ein Reparaturkit. Kann man damit irgendwas machen? Nee, schade. Wo repariere ich das Teil eigentlich? Das ist eine gute Frage. So, wir schauen mal, was wir zum Ausliefern da haben. Denn der Trecker, den wir benötigen, der ist ja immer noch in Beschlag genommen. So, wir haben etwas Weizen. Gerste und ein bisschen Raps. Und keine Sojabohnen. Läuft. Weizenbefüllung. So, da können wir doch gleich mal gucken, wo wir das Weizen verkaufen können. Hafen Nord. Der ist... Wo ist der Hafen Nord? Da unten in der Stadt. Dann fahren wir da natürlich auch gleich hin. Ach, nee. Hier muss ich so leider Gottes fahren. Ach, den überhole ich jetzt einfach mal. Es ist ja langweilig, hinter dem her zu gurken. So. Oh, falsche Straßenseite. So gestaltet sich aber dieses Fahren so schwierig bei mir. Wer weiß. Ich bin halt kein Autofahrer. Ist das ein Feldweg? Ja. Dann fahren wir eine kleine Abkürzung. Lol, ist der Zarrenfeldweg. Gottchen. So, kommt, wir wollen Geld bekommen.
ist nicht so einfach mit einem LKW. Fahre ich den Kreisverkehr ordentlich oder nicht? Naja, komm, wir versuchen es mal. Ja, passt schon. Besser als irgendwas mitgenommen. So, jetzt bin ich gespannt. Was kommt an Kohle rein? Dazu sage ich mal, das ist ein Witz. Das war echt mal ein Witz, also. Naja, gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich muss hier mal ganz kurz. Das Tempomat etwas drosseln. Ich fahre immer noch zu schnell mit dem LKW. So 30 müssten ausreichen. Der ist immer noch zu schnell. Warum das? Oh, mein Helfer hat die Arbeit beendet. Da müssen wir doch mal gucken, woran das liegt. Da stand, dass der Tank leer ist, aber welcher Tank? Und welcher Helfer war das, bitteschön? Der Eik hat den Feldweg verpasst. So, ja, ein schönes Bild der Stadt. Ist das Zuckerrohr ernsthaft jetzt ist schon alle? Das wäre ja natürlich ein Ding. Der ist doch noch nicht mal zur Hälfte fertig gewesen mit dem. Mit dem Feld. Gott, ja, zum Glück muss ich das alles nur ein einziges Mal kaufen. So. Wo ist der? Da hinten. Der hat wirklich nicht viel gemacht. Oh, doch. Nee. Das ist ja... so. So. Machen das jetzt anders. Wir kaufen uns jetzt einen Anhänger und ein paar Paletten, die wir drauf stapeln. Aber vorher will ich hier meinen Hühnern fressen geben. So.
Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir das Futter rein machen müssen. Ich glaube, das war hier an der Seite. Ey, diese Lenkung von diesem Scheiß-Traktor. So, die Hühnchen haben Essen. Kann ich das hier eigentlich wieder einsammeln oder nicht? Doch, geht. Ach komm schon, stell. Oh, dieser Traktor. Ich mag den nicht. So, haben wir den letzten Rest auch noch eingesammelt. Okay, dann nicht. So. Ey. Ganz ehrlich, ich verkaufe diesen Traktor bald. So, ich brauche die Gabel jetzt wieder. Und wir wollen Zuckerrohr und einen neuen Anhänger kaufen. Und ich scheiß jetzt auf die Straßenregeln. Ich fahre jetzt einfach drüber hinweg. So, ein ordentlichen Anhänger. Der ist ja nur für Autos gedacht. Transportanhänger. Wenn man das Schneidewerk fahren könnte, das Schneidewerk ist sicher transportiert werden. Ich suche aber einen Anhänger für... Na hier, für Paletten. Das ist ja scheiße, wenn es hier nicht gibt.
Handlader, Kompaktlader, TSK, haha, Schielfeld. Das ist Baumwolltechnik. Oh Leute, gibt's gar nichts. Da muss ich ja den nehmen. So eine Scheiße. Ja, da müssen wir hin. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, vier, zwei, vier, zwei, vier. Läuft. Okay. Ich muss jetzt einfach mal hierher. So. Das kann jetzt was werden. Hallo? Oh Leute, wir haben aufgesetzt. So. Gut. Aber die Paletten holen wir in der nächsten Folge ab. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich alles machen soll. Stellt mir Fragen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.